Das Leben mit Corona ist fast schon zur Normalität geworden. Was hat sich im Leben des Bürgermeisters seither verändert? Das ist eine sehr gute Frage. Zunächst mal der Alltag, mein beruflicher Alltag, der beschäftigt sich eigentlich hauptsächlich um Corona. Es kommen täglich wirklich sehr viele E-Mails rein, die sich nur um dieses Thema drehen. Zum Teil sind es Informationen, zum Teil sind es Anordnungen, die wir dann auch irgendwie umsetzen müssen, wie die Einschränkung der sozialen Kontakte. Das müssen wir auch als Behörde müssen wir das umsetzen, sprich die Ordnungsbehörde muss auch rumfahren, muss das Ganze kontrollieren. Ich bin aber auch dazu angehalten, egal wo ich jetzt unterwegs bin, auch darauf zu achten, dass das eingehalten wird. Das meiste dreht sich halt eben um Corona. Man versucht so möglich, so gut es geht, die Alltagsgeschäfte weiterzuführen, aber das ist sehr schwierig, weil die ganzen Gremien, die ganzen Ausschüsse, die finden hier im Moment auch nicht statt. Das heißt, politisch kann man hier im Moment nur bedingt Sachen voranbringen. Wir arbeiten hauptsächlich per E-Mail, per Telefon, mit dem Gemeindevorstand, fassen hier Beschlüsse. Also es ist wirklich eine Umstellung, wie man den Alltag beschreitet. Die ganzen Termine, Veranstaltungen, Geburtstage, Jubiläen, all das ist jetzt weggefallen. Das heißt, ich habe im Grunde genommen wirklich von morgens bis abends einen reinen Bürojob im Moment. Der Kontakt zu Menschen, der ist eigentlich komplett weg. Man trifft zwar immer hier und da noch die Leute, das ist klar, und man versucht auch mit denen zu sprechen, natürlich unter Einhaltung der Regeln, aber es ist schon eine Umstellung. Ne? Und man muss auch sagen, wenn man sich den ganzen Tag mit diesem Thema beschäftigt, das ist anstrengender als ein normaler Alltag eines Bürgermeisters, ist meine Meinung. Also es schlaucht, abends ist man dann auch irgendwie fertig von dem Ganzen. Ja. Als Bürgermeister hatten Sie zu Beginn der Krise zahlreiche berufliche Kontakte. Das Risiko, infiziert zu werden, ist doch extrem hoch gewesen. Hat Ihnen das Sorge bereitet? Also gerade mit diesem Wissen, das hat eine Inkubationszeit von 2 Wochen. Das heißt, ich kann heute ja keine Anzeichen haben, aber ich kann übermorgen oder in 4 Tagen oder wann auch immer Anzeichen vorbringen, die Symptome von dem Coronavirus. Da geht einem nicht die Muffe, aber man ist gespannt. Man hat es im Hinterkopf, okay, wenn jetzt so die nächsten 2 Wochen vorbei sind, dann ist das eigentlich gut gelaufen, bevor die Kontaktsperre dann kam. Da hat man dann nochmal Glück gehabt. Das ist natürlich, das bleibt immer irgendwie im Hinterkopf, aber ja, Angst oder sowas hat man da jetzt einfach nicht. Im Moment sind Sie ja mehr oder weniger dazu verdammt zu reagieren auf das, was von Kreis, Land und Bund angeordnet wird, als selber zu agieren. Ja, also die Reaktion, die ist stärker gegeben als die Aktion. Also man versucht natürlich, so gut es geht, irgendwo voranzugehen und sagen, okay, hier können wir noch ein bisschen helfen und da, aber die Möglichkeiten sind dann doch sehr eingeschränkt, was wir da machen können. Und von daher ist im Moment eher nur so die Reaktion auf die Anordnungen, die wir dann auch umsetzen müssen. Das ist eigentlich so das, was man den Alltag bestimmt. Wenn man sich die steigenden Infektionszahlen anschaut, ja in Ihrem Fall anschauen muss, und dabei sieht, dass Corona vor dem eigenen Landkreis und der Gemeinde nicht Halt macht, was macht das mit Ihnen persönlich? Also ich glaube, wir haben tatsächlich noch schon schlimmere Zeiten gehabt. Die habe ich jetzt nicht miterlebt, aber ich lasse es noch nicht so an mich heran. Man macht sich schon so die Gedanken. Ne? Wenn man die ganzen Fallzahlen betrachtet, wir haben ja im Landkreis jetzt zumindest gestern schon rückläufige Zahlen gehabt. Das gibt natürlich ein bisschen Hoffnung für uns alle. Man muss aber abwarten, ob dieser Trend auch so weitergeht. Das kann heute schon wieder ganz anders aussehen. Ich sag mal, wenn wir jetzt 4-5 Tage einen rückläufigen Trend haben, dann kann man vielleicht auch schon mal ein bisschen aufwarten und dann sieht man auch wieder Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Sind Ihnen die Fälle in Vilmar persönlich bekannt? Nein, also das wird auch nicht mir mitgeteilt, das wird keinem mitgeteilt. Das macht alles das Gesundheitsamt vom Landkreis. Die kontaktieren die betreffende Person direkt und auch die Person, die in Quarantäne gehen müssen. Das hat einfach den Hintergrund, um den Datenschutz zu wahren. Wir sind zwar in den Gesprächen, dass wir zumindest mal der Bürgermeister Bescheid bekommt, wer diese Person ist, einfach mit dem Hintergrund, dass man auch gegebenenfalls Hilfe anbieten kann als Gemeinde, wenn es sich jetzt zum Beispiel um eine ältere, alleinstehende Person handelt, die wirklich keinen mehr hat, der
ihr jetzt zur Seite stehen kann, dass wir dann als Gemeinde unterstützend tätig werden können. Wie wird die Arbeit in den diversen Gremien und Ausschüssen weitergeführt? Sitzungen in herkömmlichen Sinn können zurzeit ja nicht stattfinden. Ja, also ganz so ist es nicht. Gerade gestern haben wir einen Umlaufbeschluss mit dem Gemeindevorstand befasst. Das machen wir jetzt so, wir kommunizieren nur miteinander, wir treffen nach wie vor Entscheidungen, aber alles per E-Mail. Das können wir machen, das ist auch Usus in dieser Zeit. Und das hilft natürlich ein Stück weit, die politischen Geschäfte hier aufrechtzuerhalten. Aber man kann nicht alles per E-Mail beschließen. Das ist aber der Komplexität der Sachverhalte geschuldet. Von daher bleiben so Sachen erstmal liegen, die werden dann für später dann aufgehoben. Aber die einfachen Dinge, die man ohne weiteres beschließen kann, die werden dann auch beschlossen. Wie läuft das mit den Kontakten zu den Mitarbeitern direkt hier im Rathaus? Wird mit den Mitarbeitern im Büro nebenan auch nur noch telefoniert? Nee, also ich glaube, das ist auch bei so einer Kleinverwaltung schlichtweg nicht so einfach umzusetzen. Man muss hier auch direkt miteinander kommunizieren. Das ist ähnlich wie mit den Ausschüssen. Man kann nicht alles per E-Mail klären. Wir versuchen nur in kleineren Gruppen zu arbeiten. Das heißt, wir haben nur die Hälfte des Personals hier, wechseln das dann wochenweise. Einfach um zu sagen, okay, wenn hier diese Woche jemand da ist, der das tatsächlich hat, dann sind wir aber trotzdem arbeitsfähig, weil wir dann die andere Hälfte des Personals zu Hause haben, die dann einspringen können. Und genauso ist das Gleiche dann beim Bauhof. Die Zeit nach Corona wird sicherlich sehr arbeitsreich sein. Ja, also es wird dann sehr wahrscheinlich ein terminreiches zweites Halbjahr von 2020. Muss man abwarten, wie sich das dann gibt. Ne? Dann werden die ganzen Jahreshauptversammlungen, die jetzt abgesagt worden sind, die werden danach gut, logischerweise die Jubiläen, die ganzen Konzerte. Ja, von daher, es wird ein arbeitsreiches Jahr auf jeden Fall noch so oder so. Urlaub fällt dann aus, oder? Urlaub ist so eine Sache, ja. Der war für Ende Mai geplant, in die USA zu fliegen. Aber ich glaube, aktuell ist das eher in weite Ferne gerückt. Das ist sehr schade, weil auch ein Bürgermeister braucht mal Urlaub. Und gerade jetzt ist das auch nicht unbedingt einfach, hier zu arbeiten. Es ist anstrengend, das geht auch an die Substanz. Und ja, muss man mal gucken, wie wir das dann machen mit dem Urlaub. Irgendwann wird es bestimmt einen Urlaub geben. Wohin der geht, ist dann noch offen.